Frisch auf und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine Reise in die Vergangenheit, genauer gesagt in die Eifel geht es heute. Etwa, was haben wir noch, 85 Kilometer zu fahren auf einen mir sehr bekannten Campingplatz, der aber leider auch sehr teuer ist. Dazu später mehr. Also geht's los auf eine Reise in die Vergangenheit meiner Wanderkarriere. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Das Ziel ist fast erreicht, aber ich habe noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht hier bei Rewe. Mir noch ein bisschen Kartoffelsalat geholt, für gleich für zwischendurch ein bisschen Tomaten. Und habe mir ein Eifler Landbier gekauft, unfiltriert. Die besondere Bierspezialität. Wollen wir mal schauen, wie das schmeckt hier. Und ich habe noch ein weiteres gekauft. Nicht, dass ich irgendwie Alkoholiker wäre, aber... Könnt ihr mal beide probieren und im Zweifel, wenn eins der beiden mir nicht schmeckt, dann habe ich immer noch eine Alternative. Gmünder, das kernig köstliche Bier der Eifel. Von Meisterhand gebraut aus edelsten Rohstoffen. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Jetzt ist etwa noch 3 Kilometer bis zum Eifelcamp. Da geht es dann ans Einschenken. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. Ja, damals 2017. Bin ich mit Bus und Bahn hier hingefahren. Da müsst ihr euch überlegen, da bin ich hier bis Blankenheim mit der Bahn gefahren und von da aus mit dem Bus bis zum Eifelcamp. Ich glaube, das war damals halt auch so, es gab keine richtige Haltestelle, beziehungsweise es gab schon Haltestellen, gibt es natürlich auch immer noch. Ich wusste aber nicht, wann ich drücken muss. Und mit Hängen und Würgen habe ich das dann hinbekommen, mit diesem schweren Rucksack und alles. Das war auf jeden Fall eine richtig krasse Nummer auf jeden Fall. Und heute ist es so, ich musste mein Kennzeichen angeben. Man fährt an diese Schranke ran, die Schranke geht auf und man kann dann entsprechend schon mal zu seinem Platz ranfahren. Mir fehlt dann allerdings noch der Schlüssel. Ich werde mal schauen, wie ich das organisiere, ob ich vorher reinfahre oder vorher den Schlüssel hole. Das werdet ihr alles miterleben. Und so würde ich sagen, auf geht's zum Eifelcamp. Wir nähern uns dem Eifelcamp und da vor uns könnt ihr sicherlich den Bus sehen. Ich denke, das wird auch so ein Bus gewesen sein, mit dem ich damals, wie ich schon erwähnt hatte, auch hier angefahren kam. Und ich will mal schauen. Ja doch, da vorne ist tatsächlich eine Bushaltestelle. Aber du kannst halt, wenn du nicht weißt, wo hier was wie ist, entsprechend so schnell drücken, dass der nicht eventuell an der Haltestelle vorbeirauscht. Aber er hat das genauso gemacht, genauso wie das bei mir der Fall war, angehalten. Und dann hat er die Leute hier aussteigen lassen. Ich möchte natürlich auch hier runter. Die sind gewandert, ich bin gefahren. Dafür geht es morgen auf eine schöne Tour. So, ihr seht da vorne die Schranke. Wir fahren mal langsam ran. Normalerweise müsst ihr die Schranke dann gleich entsprechend aufgehen. Und dann können wir da vorne an der Rezeption noch die Schlüssel holen. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Aus welchen Gründen auch immer. Fahren wir nochmal zurück hier. Kennzeichenerfassung. Bitte einzeln vorfahren. Fahren wir mal ein Stück hier rüber. Was für ein Hickhack, Alter, ey. Es scheint leider nicht zu funktionieren. So, ihr seht, die Schranke geht auf. Das hat wohl offensichtlich hier irgendwie nicht funktioniert. Jetzt muss ich mich sowieso erstmal hier irgendwo hinschmeißen und mal schauen, dass ich hier meinen Schlüssel bekomme. Wo stelle ich mich denn jetzt hier hin? Keine Ahnung. Es lag tatsächlich daran, dass mein Kennzeichen nicht registriert wurde. Obwohl ich das bei der Online-Buchung eigentlich angegeben hatte, ist aber auch egal. Hier ist jetzt auch der entsprechende Schlüssel. Einige Informationen, eine Duschpin, eine Sanitärpin habe ich auch bekommen, damit wahrscheinlich nicht jeder Dulli da in die Sanitäranlagen reinläuft. Und wir fahren jetzt gemeinsam zu unserer Eifel Lodge Nummer 3. Ja, da hinten hat sich es eben ein bisschen gestaut tatsächlich. Da sind auch einige Damen und Herren ein bisschen ungeduldig gewesen und haben da rumgehupt. Also ich weiß auch nicht, manche Leute haben echt wirklich einen an der Murmel. Aber wir fahren jetzt einfach eiskalt geradeaus und 2016, das darf ich vielleicht auch nochmal sagen, bin ich ja mit meiner Tochter hier gewesen und habe hier ein Campingwochenende gemacht.
auf der Zeltwiese, relativ weit oben. Das werden wir auf jeden Fall später uns auch noch anschauen. Und ich habe heute eine richtige Kamera dabei, inklusive richtigem Stativ. Das Wetter sieht aktuell ganz gut aus, dass man ein paar schöne Sterne fotografieren kann. Ich habe leider meine digitale Spiegelreflexkamera von damals, die Canon EOS 1100D, nicht mit dabei. Ich habe das verdammte Ladegerät für den Akku nicht gefunden. Da steht mir tatsächlich so ein kleines bisschen im Hals. Und hier sind schon die Eiffel Lodges Nummer 1, 2 und die Nummer 3. Läuft. Richtig tolle Erinnerung. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wo parken wir denn am blödsten? Warte mal, wir fahren mal zurück hier. Schmeißen wir uns hier rein, genau. So. Ach nee. Ich glaube, meine Eiffel Lodge, die ich damals hatte, die war tatsächlich doch ein ganzes Stück weiter vorne. Aber ist jetzt auch egal. Inhaltlich und vom Aufbau sind die ja alle gleich. Also gehen wir mal rein und gucken mal, was da ja Neues ist oder umgebaut wurde oder eben auch nicht. Ja, da im Hintergrund könnte schon die Eiffel Lodge sehen. Ich habe jetzt die Eiffel Lodge Nummer 3. Und ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, ich hatte auf jeden Fall eine Eiffel Lodge. Da waren zwei Bäume davor. Dann wird das ein Stückchen weiter da hinten gewesen sein. Vielleicht Nummer 5 oder Nummer 6. Aber ist auch wurscht. Da ist die wundervolle Eiffel Lodge. Da schließen wir jetzt mal auf. Ich packe erstmal meinen Autoschlüssel weg hier. Rauchen ist hier natürlich nicht erlaubt. Rauche ja auch nicht. Von daher kann mir das auch egal sein. Aber wir haben auf jeden Fall auch mal einen richtig schönen Ausblick. Ah, es ist so toll hier zu sein. Ah, richtig schön. Daher wird morgen früh wahrscheinlich auch die Sonne aufgehen. Der Vorhang ist verschlossen hier. Ganz geheimnisvoll. Gehen wir jetzt mal rückwärts hier rein. Let's go. Ach, schön. Richtig toll. Genau, das kennen wir ja. Bettdecke. Oder ich kenne es zumindest. Bettdecke, Kissen. Kühlschrank haben wir hier auch. Drittes Bett sogar. Also das haben die definitiv geändert. Denn als ich da war, stand hier eine Couch. Und ein Tisch war hier, aber wobei, hier haben wir den Tisch. Das passt ja. Kann man sich nicht beschweren. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. So. Hier können wir auch mal ein bisschen aufmachen hier. So. Noch mehr Licht. Schön ist es. Richtig schön. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein, in der Eifel zu sein. Heute hier einfach einen schönen Nachmittag und Abend zu verbringen und so weiter. Und das alles für euch filmisch festzuhalten. Und jetzt werde ich mal, denke ich, eben den Kühlschrank anschmeißen. Der wird wahrscheinlich nicht am Laufen sein. Und dann werde ich mal die Getränke kalt stellen. Also man kann wirklich fast sagen, ich sitze hier gerade auf der Sonnenseite des Lebens. Von hier scheint schön die Sonne rein. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Das habe ich schon aufgemacht, weil ich diesen zweiten Take jetzt hier, oder diesen Take zum zweiten Mal aufnehme, weil ich erst da saß. Das sieht zwar optisch schöner aus, aber das gibt so ein Echo hier. Das hört sich nicht schön an. Und ich werde gleich erstmal ein Eifeler Landbier probieren, unfiltriert, auch wenn es jetzt warm ist. Aber komm, von nichts kommt nichts. Mal schauen hier. So, würde ich sagen, auf euch. Ja, ist ordentlich herb, aber mir schmeckt es auch, wenn es ein bisschen herber ist. Und jetzt gibt es erstmal eine kleine Leckerei. Ich hatte ja eben gesagt, ich habe Kartoffelsalat gekauft. Rheinisches Vollkornbrot habe ich noch. Cherry-Tomaten. Also Tomaten, da könnte ich mich im Moment wirklich auch reinsetzen. Und ich habe vor einiger Zeit bei Globetrotter auch so ein kleines Döschen mit diversen Gewürzen gekauft. Paprika, Edelsüß, Curry, Pfeffer und Salz. Und ich mache ganz gerne mal so ein bisschen Salz da drauf, ein bisschen Pfeffer da drauf. Und so werde ich es mir jetzt schmecken lassen. Und für morgen früh oder je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, habe ich mir noch Schmelzkäse mitgebracht, weil ich eigentlich nicht daran gedacht hatte, dass es hier einen Kühlschrank gibt. Sonst hätte ich nämlich tatsächlich noch ein bisschen mehr an kühlbaren Lebensmitteln mitgenommen. So bleibt es jetzt dabei, so wie es ist. Und dann würde ich sagen, guten Hunger und bis gleich.
Also, kleiner Snack für zwischendurch ist absolut mega. Der hat mir jetzt immer richtig Energie gegeben. Und jetzt geht es hier weiter mit den Vorbereitungen für den Abend und so weiter. Ich habe mir hier so verschiedene Bereiche aufgebaut: Lebensmittel, Kleidung und das Schlafen. Und da möchte ich eine kleine Überleitung bringen. Und zwar musst du, wenn du beim Eifelcamp eine Eifel-Lodge buchst oder andere Mietunterkünfte, eine Servicepauschale bezahlen. Was auch grundsätzlich vollkommen in Ordnung ist. Entreinigung ist damit bei und Strom und so weiter. Wobei und so weiter weiß ich gar nicht. Also Strom und Entreinigung finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bezahle für eine Nacht 39 Euro und zahle 25 Euro Servicepauschale. Das steht natürlich für mich, für jemanden, der nur eine Nacht hier bleibt, in keinem Verhältnis und war wirklich, wirklich kurz davor zu sagen, ich buche das hier nicht. Diese eine Übernachtung kostet mich 75,50 €. Ich denke mir, warum? Warum mache ich das? 75 €, ihr müsst euch mal überlegen. Also 75,50 € für eine Nacht, klar mit Strom, Sanitär und so weiter, bla bla bla. Steht für mich aber in einer Nacht in keinem Verhältnis. Nach wie vor nicht. Ich kann verstehen, Endreinigung, Strom und so weiter muss bezahlt werden. Ist auch vollkommen in Ordnung. Natürlich relativiert sich das, wenn ich jetzt 10 Nächte bleibe und 390 € bezahle. Dann sind diese 25 € natürlich Killekalle. Ist für mich jetzt persönlich aber nicht relevant, weil ich bleibe ja nur eine Nacht. Und so viel Strom kann ich gar nicht verbrauchen. Und so viel Dreck kann ich im Prinzip eigentlich gar nicht produzieren, dass hier großartig sauber gemacht werden muss. Mal davon abgesehen ist der Tisch auch nicht sauber. Und ich will aber auch gar nicht drauf eingehen. Und zwar Bettbezüge und so weiter müssten auch separat bezahlt werden. Wusste ich aber auch vorher. Deswegen habe ich entsprechend vorbereitet. Ich habe zwei Kissen dabei. Werde auch das Kissen entsprechend natürlich nicht nutzen. Das kommt hier auf die andere Seite. Und eine Decke ist natürlich auch dabei. Ist natürlich verführerisch, ne? Sich einfach da reinzulegen ohne Zeug. Aber ganz ehrlich, das bin ich nicht und das mache ich auch nicht und das will ich auch nicht. Deswegen habe ich ja meinen Schlafsack mit dabei. So komme ich im Prinzip mit dieser Oberfläche gar nicht in Verbindung. Und den packen wir jetzt gemeinsam aus. Dann werde ich hier die letzten Sachen noch verräumen. Und so soll auch dieser kleine Kritikpunkt am Eifelcamp schon vorüber sein. Ich habe es ja trotzdem gemacht und zwar einfach, weil ich ja hier 2017 zwei Nächte übernachtet habe. Und hier eine wirklich, wirklich tolle Erinnerung dran habe. Ja, wir werden, wie gesagt, heute Abend noch ein bisschen probieren, ein paar Sterne zu fotografieren. Das Wetter sieht gerade ganz okay aus. Klar, ist ein bisschen bewölkt, aber kann ich vielleicht auch gerade mal eben zeigen, eine Nikon-Kamera da mit bei. Die ist eigentlich von meiner größten Tochter. Die hat sie mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ein entsprechendes Stativ. Das habe ich hier an der Seite. Ups, da ist das Ding nicht rausgefahren. Ne, hier, da montieren wir die später drauf. Habe ich vor 6 Jahren, mehr als 6 Jahren, bin ich hier oben nach 10 und habe das auch probiert. Da hat es leider nicht funktioniert. Da wollte ich aber auch ehrlich gesagt die Milchstraße fotografieren. Das war im Februar natürlich nahezu unmöglich. Das wird auch heute nahezu unmöglich sein, weil es halt ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt. Müsst euch vorstellen. Richtiger Zeitpunkt ist im Prinzip im Sommer und dann aber auch nur zu einer ganz bestimmten Zeit. Und zwar dann, wenn der Mond nicht scheint, nach Möglichkeit. Und auch von der Uhrzeit her muss es halt passen. Weil je nach ja, Datum, sage ich mal, ist die Milchstraße steiler oder flacher. Und ja, diese ganz bekannten Bilder, die man so kennt vom galaktischen Zentrum, die bekommt man nur hin, wenn man wirklich ja, zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Mir ist vollkommen klar, dass wir die Milchstraße heute nicht drauf bekommen. Vielleicht aber auch doch. Wir werden sehen. Lasst euch mal überraschen. Ich werde jetzt hier meine Eifel Lodge weiter kurz einrichten. Und ich würde sagen, dann machen wir mal einen kleinen Rundgang. Ja, so würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf die Suche, oder ich in dem Fall. Und wir gucken mal, oder ich gucke mal, ob ich die Zeltwiese finde, wo ich meine größten Tochter hier 2016 das Wochenende oder die Tage verbracht habe. Ich kann mich nur daran erinnern, es war deutlich weiter oben.
Und da waren auch sehr große Mobilheime zu sehen. Und ich glaube auch so ein Indianerplatz oder irgendwie sowas in der Art. Schauen wir mal, wir werden das schon finden. Los geht's. Ja, es ist gar nicht so einfach, das hier wiederzufinden. Ich kann mich an diesen Spielplatz überhaupt gar nicht erinnern. An diesen Totempfahl kann ich mich erinnern. Aber ich meine auch nicht, dass er in unmittelbarer Nähe zu der Zeltwiese war, wo ich gewesen bin mit meiner Tochter. Es könnte aber hier sehr gut tatsächlich auch hinkommen. Das sind jetzt allerdings Leute und ich möchte natürlich keine Leute irgendwie filmen. Ich könnte das da so ein bisschen sehen. Da im Hintergrund, glaube ich, das wird die Wiese gewesen sein. Ich werde mir das nochmal näher anschauen. Ja, doch, das kommt da vollkommen hin. Das kommt auch hin. Ich habe nämlich hier auch damals die Milchstraße fotografiert. Blende ich jetzt mal ein Foto ein. Wir haben genau auf diesem Zeltplatz hier genächtigt, definitiv. Ich kann mich noch dran erinnern, da waren auch sehr kleine Kinder bei, denen das nachts einfach zu kalt war. Die dann natürlich rumgemeckert haben die halbe Nacht, was ja auch vollkommen klar ist. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, da sind einige Jahre vergangen und von daher sollte das alles, ja, so passen, wie es ist. Also es gibt auch keinen anderen Platz, weil ihr seht es ja hier, da oben dieser Wald. Und wenn ich das Foto nochmal einblende, da seht ihr dann auch, dass da im Hintergrund oder im unteren Bereich entsprechend Bäume zu sehen sind. Und die Milchstraße ging dann im Prinzip einmal hier so quer drüber. Also vielleicht sei der Disclaimer mal an dieser Stelle angebracht, dass es keine Werbung ist, kein Werbevideo ist für das Eifelcamp, sondern dass ich das aus freien Stücken ohne irgendwelchen Mehrwert mache. Ich sage ja 25 Euro Servicepauschale, ne? Also von daher braucht ihr euch da diesbezüglich keine Sorgen machen. Ich finde einfach der Campingplatz an und für sich, der ist richtig toll, der ist richtig groß, der bietet für ja wirklich nahezu jeden etwas, jeder, wie auch immer. Und hier haben wir hier eine schöne Chill-Out-Area. Hier sind keine Spielgeräte erlaubt. Wobei jetzt wahrscheinlich auch keine Spielgeräte in unmittelbarer Nähe sind. Klar, wenn die Kinder da umspielen, dann hast du natürlich trotzdem Lärm. Oder Lärm in Anführungsstrichen. Das ist halt so. Boah. Ach, ist das nicht schön. Wundervoll. Einfach wundervoll. Das Wetter könnte wirklich nicht besser sein. Ich gehe jetzt noch mal ein Stückchen runter, denn ich hatte ja vor einiger Zeit mal erzählt, wie ich zum Wandern gekommen bin und so weiter. Und als meine Tochter ja 2016 hier war, habe ich ja so eine kleine Route geplant, glaube ich sogar. Oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es gibt auf der anderen Seite einen kleinen Berg. Da gehen wir jetzt mal hin. Und das war da der Berg an dem Zeitpunkt. Oder als wir da den Berg hoch sind, sagte meine Tochter zu mir, sie hat keine Lust mehr. Und da war für mich dann die Motivation da, das Wandern anzufangen. Und dann bin ich ja nach Solingen zurückgekommen, Klingenfahrt und so weiter. Richtig toll. Und deswegen schauen wir uns jetzt den Berg gleich mal an. Ich hoffe, der existiert noch. Ich denke ja. Und den Freilinger See, den schauen wir uns auch mal an. Der ist hier auch in unmittelbarer Nähe. Da kann man sich, glaube ich, sogar auch Boote mieten und so weiter. Also auf geht's zum Freilinger See und zum entsprechenden Berg. Also ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich noch sehen könnt, hören auf jeden Fall. Und das hier ist dieser besagte Berg. Den gehen wir gleich auf jeden Fall einmal komplett hoch. Ich meine, wir kommen da oben an der Hauptstraße raus. Und das war, wie gesagt, dieser Berg, wo wir hoch sind. Natürlich keine Kondition vorhanden ist und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat mich dieser Berg auch. Es klingt so verrückt, wie es ist. Aber dieser Berg hat mich wirklich dazu motiviert, das Wandern anzufangen, hier loszulegen in Solingen, dann wieder 2017 in die Eifel zu kommen. Also, richtig toll. Ich weiß, also, das ist irgendein Berg, ja, nichts Wildes, irgendeine kleine Steigung, nichts Wildes, aber für mich, ja, ganz platt, wirklich der Anbeginn des Wanderns. Also, ist echt verrückt. Puh.
angekommen oben auf dem kleinen Berg, nach dem kleinen Anstieg hier, sind wir hier tatsächlich auf dem Arsteig und auf dem Eifelverein. Was haben wir hier für einen Weg? Den Rhein-Fenn-Weg. Rhein-Fenn, hohes Fenn, Rhein-Fenn-Weg, genau. So. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie wir dann hier oben standen, keine Luft gekriegt haben und gesagt haben, anstrengend und so weiter. Und dann haben wir überlegt, ja, okay, was machen wir jetzt? Ich glaube, da sind wir hier den Weg hoch. Hier. Den werde ich jetzt aber in dem Fall nicht gehen, sondern ich gehe einmal geradeaus weiter. Denn wir laufen jetzt runter zum Freilinger See. Und ja, da schauen wir mal, was nicht so Schönes ja vor die Linse kommt. Finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also viel hat sich natürlich nicht verändert. Auf dem Campingplatz an und für sich schon so ein bisschen. Einmal aber, wenn man einmal zweimal da war, dann merkt man sich eigentlich so gewisse Gegebenheiten, sag ich mal. Und wenn die dann anders sind, dann fällt das natürlich auf. Auch wenn das schon einige Jahre her ist. Aber es ist einfach wundervoll hier zu sein. Richtig schön, richtig toll. Ruhige Natur hier. Genau, hier können wir nochmal die Wanderwegzeichen sehen. Der Arsteig hier. Arsteig und der Eifelverein Rhein-Fenn-Weg. Richtig schön. Und da könnt ihr im Hintergrund schon den Freilinger See sehen. Ja, wir gehen jetzt hier einmal um den Freilinger See rum. Gucken mal, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich werden wir gleich irgendwo umdrehen müssen, weil ich nicht weiß, wie groß oder wie klein der Freilinger See ist. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir sind ja hier heute nicht auf der Flucht, nicht wahr? Und so wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit diesem kleinen Einblick. Zurück in die Vergangenheit meiner Wanderkarriere sozusagen. Also, wenn euch dieses Video bisher gefallen haben sollte, dann gerne Daumen nach oben geben. Gerne auch einen Kommentar schreiben. Wann habt ihr das Wandern angefangen? Welche Region war vielleicht da ausschlaggebend für euch? Oh, da gab es vielleicht einen Grund dafür. Gesundheitlich runterkommen von der Couch, alte Gewohnheiten ablegen etc. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also ist das nicht ein Traum hier am Freilinger See. Richtig schöne Kulisse. Auf der anderen Seite ist noch eine Hundewiese. Da dürfen die Hunde, glaube ich, frei rumlaufen. Dahin gibt es auch noch, wie gesagt, einen Spielplatz. Da kann man noch Boote leihen und sowas alles. Kommt auch ein bisschen Musik her. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn man hier komplette Ruhe sucht, ist man hier einfach auch falsch. Das ist halt hier touristisch erschlossen. Und ja, die Angler haben auch ihre Ruhe, mehr oder weniger, hoffe ich zumindest. Ich denke mir jetzt gerade, wir sind ja damals nicht weitergewandert, haben das hier auch großartig nicht erkundet, sondern sind dann lieber zu Ordensburg Vogelsang und zum Radioteleskop Effelsberg gefahren. Ist auch schön, aber man muss auch mal seine Umgebung so ein bisschen erkunden, ne? Und nicht einfach sich ins Auto setzen und irgendwo anders hinfahren. Ich kann mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen, Freilinger See, die Eifel im tiefsten Winter mit Schnee. Wir waren ja Anfang dieses Jahres in Winterberg und da hat ja auch ordentlich Schnee gelegen. Das war eine Tour, ey. Aber richtig geil war's. Und ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich's, dass ich mal eine Tour in der Eifel mache, wo hier richtig viel Schnee liegt. Und solche Angelstege. Eigentum der Stadt Blankenheim, nee, des Angelvereins Blankenheim, Entschuldigung. Fischerei hat Vorrang, Benutzung auf eigene Gefahr. Aber jetzt guckt euch das mal an, wenn hier alleine drauf läuft. Wonderful, mehr kann ich das noch nicht sagen. Also schreibt wie gesagt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Wandern angefangen habt, wo auch gerne, würde mich auf jeden Fall interessieren. Denn klar, für mich ist jetzt die Eifel am nächsten, mehr oder weniger. Klar, das Bergische Land liegt quasi auch vor der Haustür. Aber damals wäre mir eben nicht auf die Idee gekommen, irgendwie nach einem Zeltplatz in Solingen und Umgebung zu schauen.
wobei es da ja tatsächlich auch nur den Glüder gibt. Ja, da fiel die erste Wahl natürlich auf die Eifel. Und das Eifelcamp scheint bei Google einiges richtig zu machen. Denn wenn man da eingibt Campingplatz Eifel, dann kommt man unweigerlich bei denen raus. Also ja, die sind halt nicht umsonst 5 Sterne zertifizierter Campingplatz und können dann vielleicht auch solche Preise nehmen. Keine Ahnung. Wieder zurück in der Eifel Lodge. Alles ist noch da, wo es sein soll. Bisschen dunkel ist es geworden. Hol eben überall das Licht an. Ja, die Sonne. Die geht so langsam unter jetzt, ist ja auch klar. Gegen 20.30 Uhr ist, glaube ich, Sonnenuntergang. Wir haben jetzt, lass mich kurz gucken, 18.23 Uhr, ist also noch ein bisschen Zeit. Und so würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die ersten Vorbereitungen fürs Abendessen, weil das auch noch ein kleines bisschen dauert. Es wird so langsam Zeit fürs Abendessen. Die Sonne geht so langsam immer weiter unter und es wird mittlerweile wieder richtig frisch zum Abend hin. Wir haben jetzt laut Uhr 14 Grad und ich bin mir sicher, wenn ich später unterwegs bin, die Milchstraße oder Sterne fotografieren, dann müssen wir uns richtig dick schon anziehen. Dann haben wir vielleicht 11 Grad, 10, 9 Grad, je nachdem. Ich werde auch den gleichen Platz raussuchen, den ich damals rausgesucht habe. Wir gehen dann hier den Campingplatz hoch, ein Stückchen raus und hier oben ist so ein kleiner Feldweg. Da stellen wir uns einfach ganz unspektakulär hin und gucken mal, was möglich ist. Aber vorher wollen wir uns natürlich ordentlich stärken. Es gibt heute wieder Chili con Carne ohne Carne, also Chili sin Carne in dem Fall. Chili sin Carne, mit Carne, aber ohne Sinn. Ohne Korn, aber mit Sinn. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und schön auf dem Trangia-Kocher, da habe ich richtig Spaß dran. Ich habe genug Spiritus und Co. dabei. An meinem Eifeler Landbier bin ich auch noch dran. Das ist auch richtig lecker. Also alles in allem sage ich erstmal Prost auf euch. So. Aber wir wollen ja nicht lange schwafeln, sondern wir wollen jetzt erstmal den Reis kochen. Ich wollte eigentlich Instant-Reis nehmen. Der ist aber so schweineteuer, das habe ich überhaupt nicht eingesehen. Deswegen nehmen wir heute Kochbeutelreis, kochen den 8 Minuten. Ich denke, das sollte mit dem Spiritus, den ich dabei habe, locker hinkommen. Ich habe mehr als genug dabei. Das Auto parkt ja quasi hier direkt hier nebenan. Da kann man es auch mal ein bisschen knallen lassen hier. Und Feuerstahl muss ich heute Morgen tatsächlich auch noch suchen. Denn ich habe die Sachen so lange nicht mehr verwendet. Das ist unglaublich. Aber deswegen freut es mich halt dann umso mehr, die Sachen dann wieder in Betrieb zu nehmen, noch zu wissen, ah, das funktioniert alles noch, es ist alles noch da. Gerade was Thema Ordnung angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich leider ein kleiner Chaot und kriege das nicht immer alles so optimal geregelt hier. So, das ist an. So, dann mal eben schauen, das muss nach innen. Genau, so stellen wir das rein. Dann habe ich gelesen in der Anleitung, es soll etwa 1 Liter sein. Ich mache das aber so Pi mal Daumen. 1 Liter finde ich tatsächlich ein bisschen viel. So. Jetzt legen wir den Reis direkt mit da rein. Keine Zeit verschwenden hier. So, jetzt hole ich eben noch den Deckel. Ja, und dann kommt das erstmal hier drauf. So. Und dann warten wir erstmal, bis der Reis fertig ist. Ich denke, der Reis ist fertig. Jetzt habe ich allerdings ein kleines Problem, denn ich möchte nicht den zweiten Topf, den ich dabei habe, für die Chili con Carne verwenden, weil ich den morgen früh für den Kaffee brauche. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal den Beutel hier raus. Lass das erst einmal abtropfen hier. Gib das überschüssige Wasser, so blöd das ist, halt weg.
Lässt sich leider nicht vermeiden. So. Mal eben kurz das Feuer aus hier. Dann können wir keinen Brennstoff verschwenden. Dann werde ich jetzt eben kurz die Soße vorbereiten. Bevor ich das auf den Topf stelle, da kommt nämlich auch direkt der Reis mit rein. Dann kann der Reis auch noch ein paar Minuten mitköcheln sozusagen. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle, wie ich ja schon erwähnt hatte, auf Rindfleisch oder Rinderhack verzichten. So, über die letzten Jahre ist es tatsächlich sehr viel weniger geworden, dass ich Fleisch esse. Klar, ich esse gerne mal ein Schnitzel und sowas alles, aber jetzt so in rauen Mengen, sage ich mal, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall war, gar nicht mehr. Also teilweise ist es auch so, wenn ich zum Beispiel bei McDonald's mir irgendwie einen Burger geholt habe, dann habe ich zwar Hunger drauf, aber irgendwann kommt für mich der Zeitpunkt, wo ich denke so, boah, nee, jetzt ist gut, jetzt reicht es. Und dann esse ich den Burger tatsächlich noch nicht mal komplett auf. Ist komplett verrückt eigentlich, aber ja, so ist das halt, ne? So, dann haben wir schon mal Wasser drin. Passierte Tomaten kommen noch rein. Das wird wahrscheinlich wieder so viel sein, dass du da wieder drei Leute von satt kriegst. Aber wir wollen ja später noch auf Tour gehen. Und wenn ich danach noch Hunger habe, dann kann ich mir noch ein bisschen davon kalt reinhauen. Ist doch alles in Ordnung. So. Kidneybohnen mache ich auch nicht die komplette Dose rein. Die gibt es leider nicht in unterschiedlichen, ja, Verpackungsgrößen. Genauso wie den Mais. Mais ist hier die kleinste Verpackungseinheit. Aber ich mag halt eigentlich nicht so gerne Mais. Aber Mais gehört nun mal da rein, nicht wahr? So. Feuerstahl. So. Den Topf wieder drauf. Kann ja schon ein bisschen anwärmen hier. Derzeit hole ich mal eben mein Messer. Dann können wir den Beutel nämlich eben aufschneiden. Also ich muss euch sagen, ne, dieses Ansteckmikrofon, das ist schon richtig toll. Da hast du im Prinzip immer gleichbleibende Qualität, egal wie weit du weg bist von der Kamera. Du wirst immer gleich gut gehört. Finde ich richtig toll. So. So, schön hier rein. Ich sag ja, kann man drei Leute von satt kriegen hier. Wenn ich den halben Reis nicht auf den Boden verteilen würde. So. Rühren wir das einmal schön hier um. Kann das hier noch schön ein bisschen durchköcheln. Ein paar Minütchen. Ja, ratzfatz. Haben wir dann einen, in Anführungsstrichen, frisches Abendessen oder Mittagessen zubereitet. Klar, kann man natürlich jetzt meckern über Maggi und so weiter, aber ich finde diese Würzpasten tatsächlich ganz, ganz praktisch. Vor allem nehmen die im Rucksack, wenn man im Zweifel mal unterwegs ist, nicht wirklich viel Platz weg. Finde ich richtig toll. So, das kommt gleich in den Müll. Das mache ich eben sauber. Jetzt köchelt das ein paar Minuten hoch und dann melde ich mich gleich nochmal zum Abendessen. Das Essen ist fertig. Extra noch hier diese Informationstafel drunter gelegt, damit hier der ganze Ruß sich nicht verteilt. Ach nee, was freue ich mich auf das Abendessen, ey. Also das war bisher ein richtig, richtig angenehmer Tag. Ich hoffe, euch hat es bisher auch gefallen. Und so würde ich sagen, ich hau mir jetzt meinen Chili con Carne rein, ohne Hackfleisch. Und ja, dann melde ich mich gleich nochmal. Keine 20 Sekunden später, mehr oder weniger, melde ich mich nochmal bei euch. Also diese Stühle sind zwar ganz schön, aber die sind äußerst unbequem. Und ich habe tatsächlich, verrückt wie ich bin, mir meinen, ja, diesen Trekkingstuhl mitgenommen. Weil ich mir gedacht habe, oh, kannst du dich da oben irgendwo auf an der Landstraße, beziehungsweise an dem Feldweg da hinsetzen und ein bisschen warten, bis es richtig dunkel ist. Das war so der Gedanke, dass ich da jetzt stundenlang da oben bleibe, ist wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Deswegen bin ich aber umso froh, den jetzt hier mit beizuhaben, denn der ist tausendmal bequemer als der komische Holzhocker. Den Holzhocker, den nutze ich jetzt eiskalt einfach als Tisch. Guten Hunger! Chili sin Carne ist aufgegessen, habe ich auch schon entsprechend sauber gemacht, das Geschirr und so weiter. Das sind richtig ganz... Das sind so simple Dinge, die man zu Hause täglich hat, die man täglich macht. Aber wenn man auf dem Campingplatz ist oder wegen mir, wenn man auch in der Natur unterwegs ist und da kein fließendes Wasser hat,
dann kann, also für mich persönlich zumindest, das Saubermachen von Geschirr schon echt zu einem Problem werden, ne? Weil klar, man hat einen Schwamm dabei, dann findest du vielleicht irgendwo einen Bach, aber du hast dann teilweise so, ja, fettige Sachen und da kannst du dann natürlich auch nicht entsprechendes 0815 Spülmittel nehmen, sondern natürlich biologisch abbaubares, damit man da die Umwelt nicht beschädigt, verseucht, wie auch immer. Da ist es auf so einem Campingplatz einfach sehr, sehr, sehr viel angenehmer. Da gibt es Spülküchen, da kannst du duschen gehen, da hast du eine ordentliche Toilette und so weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Thema Übernachten in der Natur finde ich immer noch sehr interessant, weiß aber die Annehmlichkeiten eines Campingplatzes sehr zu schätzen und nehme das auch sehr gerne dankend an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wobei dieses Thema Übernachten in der richtigen Natur ist ja auch immer so eine Sache, ne? Mit dem Zelt ist es verboten, dieses leidige Thema, bla 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 und so weiter, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Werde aber, um direkt das Thema zu wechseln, werde mich jetzt so langsam vorbereiten. Wir haben jetzt 21 Uhr für unseren abendlichen Spaziergang zu meinem gewählten, ja, Aussichtspunkt sozusagen. Der Mond steht hier noch schön über dem Campingplatz. Wenn ich da gleich noch ein paar schöne Sequenzen einfangen kann, wäre das natürlich hervorragend. Und ja, ich war ja wie gesagt eben bei der Spülküche und habe da entsprechend ein bisschen sauber gemacht und habe schon gemerkt, es ist schon ordentlich frisch geworden draußen. Uhr sagt 11 Grad, kann sehr gut sein. Ich habe eben hier gesessen nach dem Essen und habe mir gedacht, machst du da hinten den Radiator an? Oder den Heizlüfter, Heizdingens, Wumms, Dings, Tralala. Aber da habe ich mir gedacht, nee, erstens musst du die sinnlose Energie verschwenden und zweitens, so kalt ist es auch noch nicht. Klar, wenn man nicht aktiv ist, dann ist es immer ein bisschen frischer. Aber dass ich da jetzt bei den Temperaturen schon den Lüfter anmachen muss, nee, ganz ehrlich, also da bin ich komplett raus. Wie gesagt, ich wiederhole mich hier und werde jetzt hier die werde jetzt hier die Kameraausrüstung vorbereiten und dann geht's gleich raus in die Dunkelheit. Wir haben jetzt kurz nach 10. Ich mache mich zu langsam auf den Weg. Die große Kamera werde ich tatsächlich hier lassen. Ich habe es eben einmal aus Jux und Dollerei auf der Terrasse ausprobiert. Die kannst du komplett vergessen. Da hätte meine andere Spiegelreflexkamera, wo ich ja das Ladegerät nicht gefunden habe, sehr viel bessere Dienste geleistet. Da kann man eine ganze Menge mehr einstellen. Die kommt da halt technisch an ihre Grenzen. Und selbst die Osmo Action und auch das Smartphone machen bessere Aufnahmen. Deswegen nutze ich jetzt gleich die Osmo Action für Bilder und nehme noch ein weiteres Stativ mit hier fürs Handy. Oder wobei ich werde es, glaube ich, sogar auch anders machen. Ich werde einfach nur die Halterung fürs Smartphone mitnehmen und werde das große Stativ auch hier lassen. Ja, also würde ich sagen, auf geht's zum kleinen Feldweg. Videolicht ist zwar dabei, kriege ich aber leider an das Gehäuse nicht dran montiert, weil das Originalgehäuse ist, was ich jetzt nutze im Moment, weil das andere leider gerissen ist. Und da bei dem Originalgehäuse gibt es leider keine, ja, Anbringevorrichtungen, sage ich mal, ne? Deswegen Taschenlampe und los geht's. Ja, ich bin zwar noch nicht da, wo ich hin möchte. Die Frage ist auch, ob ich wirklich bis dahin gehen möchte, auch wenn es nicht allzu weit ist. Aber man muss ja auch der Fairness halber sagen, dass das hier jetzt gerade mit dem Feld, mit dem Wald da im Hintergrund doch schon ganz schön aussieht. Für eine dunkle Aufnahme natürlich besser als einfach nur flaches Gelände. Ich habe tatsächlich eben, als ich am Freilinger See unterwegs war, noch überlegt, ob ich nicht in die Richtung gehe. Das Problem ist allerdings, dann habe ich halt den Campingplatz in Sichtrichtung sozusagen und hätte dann eventuelle Lichtverschmutzung. Jetzt habe ich allerdings Lichtverschmutzung, ihr seht es selber, durch den Mond noch. Müssen wir mal hoffen, dass das sich relativ schnell gleich erledigt, dass wir hier mal ein paar schöne Aufnahmen machen können vom Sternenhimmel hier mit Action Cam und dem S20 FE. Also es ist nach wie vor, tut mir auch recht leid, euch da nicht entsprechend besseres Equipment, sage ich mal, bieten zu können, auch wenn die Kamera aus 2012 ist. Aber die macht, glaube ich, von
von allen Kameras, die ich habe, auch wenn es die älteste ist, die besten Aufnahmen. Ja, so sieht's aus. Ich werde jetzt hier erstmal der Natur noch ein bisschen weiter lauschen und vielleicht schon mal die ein oder andere Aufnahme für euch machen. Ein Punkt, den ich tatsächlich überhaupt gar nicht bedacht hatte, war mal darüber nachzudenken, wann der Mond denn überhaupt untergeht. Er geht erst in über eine Stunde unter, also das heißt kurz vor 12. Und ganz ehrlich, so lange möchte ich auch nicht wach bleiben. Deswegen, wenn ich diese Nacht nochmal wach werden sollte, dann schmeiße ich die Kamera vielleicht nochmal an. Ansonsten halt eben nicht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die wenigen Bilder, die ich gemacht habe, auch bevor die, bevor es richtig dunkel war, dass die schon sehr interessant aussehen. Und dass wir die Milchstraße da nochmal vor die Linse bekommen, das war mir sowieso klar, dass das nicht passieren wird. Aber, naja, wie das so ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde mich jetzt hier im Bett fertig machen. Und wenn es noch was geben sollte, würde ich mich nochmal melden. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und für mich vor allen Dingen auch. Und bis morgen früh. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Aber ich merke immer, wenn ich irgendwo anders schlafe und die Matratze ist so hart, dann habe ich Rückenschmerzen. Egal, das geht gleich wieder rum. Vorüber. Der erste Kaffee ist auch schon gemacht. So ein bisschen heiß. Ja, jetzt geht es hier gleich so ein bisschen ans Einräumen. Duschen gehe ich gleich auch noch ordentlich. Dann geht es tatsächlich heute auf eine kleine Wanderung. Ich kann es an dieser Stelle ja schon mal verraten. Und zwar werde ich glaube 11 Kilometer sind es, die ich geplant habe, rund um das Radioteleskop Effelsberg laufen. Finde ich unglaublich imposant, sehr spektakulär. Auch wenn man mit Astronomie und dergleichen nichts zu tun hat. Aber wenn man da drunter steht und man sieht wirklich, wie das Radioteleskop da mehr oder weniger über einem schwebt, finde ich das schon sehr spektakulär. Und ich muss auch mal schauen, ob es da irgendwo irgendwie möglich ist, mit der Drohne auch zu fliegen. Ich glaube, das wäre auch nochmal richtig geil. Da müssen wir uns überraschen lassen. Wetter ist heute eher bescheiden oder nebelig in dem Fall. Aber das hält mich nicht davon ab, hier weiter frohen Mutes, heiter weiter, mein Ding durchzuziehen, Spaß zu haben und die Natur zu genießen und ja, die Annehmlichkeiten zu genießen, die ich so habe und euch da daran teilhaben zu lassen, in Videoform zumindest. Also ihr Lieben, ich trinke jetzt meinen Kaffee, dann geht's ans Duschen, einpacken und dann geht's endlich auf die Wanderung. Auf geht's zu den sanitären Anlagen. Wird jetzt ein bisschen geduscht. Ich habe gestern Abend tatsächlich noch mal ein bisschen hier rumgeschaut. Es gibt nämlich zwei Sanitärgebäude. Eins relativ am Anfang und eins hier quasi um die Ecke. Und da werde ich mich jetzt reinschmeißen. Da ist es auch angenehm warm. Draußen ist es so kalt. Das ist unglaublich. Aber es wird halt langsam Herbst. Ne? Bleibt halt nicht aus. Und der Nebel, der lichtet sich wirklich so ganz langsam. Finde ich auf jeden Fall richtig schön, richtig urig, richtig herbstlich vor allen Dingen. Und so schmeißen wir uns jetzt mal rein in die sanitären Anlagen. Oben mit Solaranlagen drauf, richtig cool. Also ich war gestern Abend ja schon einmal hier. Die kann man definitiv vergleichen mit den sanitären Anlagen vom Campingplatz auf dem Bergischen Land oder Campingplatz Bergisches Land. Also die beiden hier, die sind, was Sanitäranlagen angeht, auf jeden Fall schon mal tiptop ausgestattet hier. Das Lustige ist, das haben die auch neu gemacht, dass du einen Code eingeben musst, um hier reinzukommen. Ich weiß nicht, ob hier dann eventuell fremde Leute reinlatschen oder wie auch immer. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme hier. So. So. Rein, rein. Licht geht an. Sehr gut.
So, schmeißen wir uns hier rein. So, ich drehe mich einmal rum hier. Hier geht es halt einmal rum. Und das Eckchen hier. Lässt sich in meine Straße schon hier reinlatschen. Nasszelle und so weiter. Wobei, ein Vorteil hat das andere Sanitärgebäude. Da lief nämlich Radio. Oh, das sind alles Luxusprobleme. So, ich schmeiß mich jetzt hier rein, mach mich frisch und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so langsam neigt sich das Eifelcamp und die Eifel Lodge dem Ende entgegen. Ihr seht, ich habe hier schon eine ganze Menge verräumt. Schlafsack ist weg. Die Decke und das Kissen habe ich, wie gesagt, nicht genutzt. Heizung steht da auch noch. Ja, hier ist so der letzte Rest. Mein Wanderrucksack für gleich. Noch dieses Camping-ABC. Das werde ich entweder hier lassen oder in den Müll schmeißen. Hier haben wir nochmal den kleinen Kühlschrank. Gucken wir nochmal rein, ob alles leer ist. Da ist alles leer. Stecker ist auch wieder draußen. Der wird hier auch keinen unnötigen Strom verschwenden. Und ja, der Nebel lichtet sich so langsam. Ich gehe noch mal kurz raus. Scheint heute ein richtig sonniger Tag zu werden hier. Da hinten könnt ihr sehen, da geht die Sonne auf. War 2017 genauso, da ist die Sonne auch da aufgegangen. Fand ich auf jeden Fall auch richtig toll. Also auch für mich ein Wiedererkennungswert. Und ja, hier gibt es tatsächlich eigentlich aktuell nichts zu vermelden. Muss jetzt gleich noch an der Ausfahrt da den Müll entsorgen. Den fahre ich natürlich nicht kutschieren. Und ja, wird jetzt hier die Schotten dicht machen, wie man so schön sagt. Und ja, dann geht's auf Richtung Radioteleskop Effelsberg. Da hatte ich ja gesagt, 10 Kilometer ungefähr. Wird, glaube ich, auch eine ganz, ganz schöne Runde werden. Vor allem mit dem Radioteleskop da. Also würde ich sagen, ich packe jetzt hier die letzten Sachen, mache hier die Lichter aus, schließe hier ab. Und dann geht's zum Radioteleskop Effelsberg. Das gibt's allerdings in einem separaten Wandervideo. Aber wir sind ja hier noch nicht vom Eifelcamp runter. Von daher, vielleicht gibt's ja die ein oder andere interessante Szene noch zu zeigen. So, der Müll ist entsorgt, der Schlüssel ist abgegeben. Jetzt verlasse ich hier das Eifelcamp. Mal schauen, ob diesmal die Schranke funktioniert. Sollte aber eigentlich klappen, denn ganz ehrlich, wir wollen hier nur rausfahren. Jo, die Schranke geht auf, sehr gut. Und damit verlasse ich das Eifelcamp. Damit endet hier an dieser Stelle auch das Video. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. So ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Vielleicht auch die ein oder andere Anekdote. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du es noch nicht getan haben solltest, darfst du selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Jörg. Ciao.